Au, voll den Bauchklatscher gemacht. Und nochmal. Und werfen. Da geht er down. Oder so. Nein, nein, er regeneriert sich kurz, weil ich nicht Finishing gemacht habe. Dann halt jetzt gleich nochmal. So, warte. Und wirf. Au, ja, jetzt werde ich hier so kurz vorher noch verrecken oder was. Ja, klasse. Immerhin. Immerhin etwas. So. Dann möchte ich hier durch, bitte. Nein? Kommt der nächste? Nein, zum Glück nicht. Hätte ich jetzt auch gekotzt. Mal wieder. Denk mal schon, ich hätte Bulimie, so viel will ich kotzen. Oh mein Gott, es gibt einen Enthaken. Weil jemand Licht drauf gemacht hat. Oder vielleicht hat jemand einfach Licht auf den Schalter dafür gemacht. Ah, dein Kampfkreuz wurde verbessert. Du kannst jetzt die heiligen Panzertüren öffnen. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Wir müssen ja auch hier nach oben. Dann machen wir das ganz einfach so. Weil ich es kann. Wo kommen wir denn jetzt hin? Was hat es mit der Tür unten noch auf sich? Fragen über Fragen. Fragen, auf die es vielleicht niemals eine Antwort gibt. Oh, nee, nee, da schon wieder. So, warte. Na, okay. Meinetwegen. Jetzt hier einfach unter der Plattform bleiben. Irgendwie. Einigermaßen. Und hier rein. So, und dann. Jetzt haben wir da unten wieder so ein Dingens. Den wir bestimmt irgendwie benutzen müssen für. Komm ich da oben ran? Ach du Scheiße. Na, okay. Ja, so nicht. Okay, da oben hätte ich dann rangemusst. Aber ich kann das Ding gar nicht so weit schieben. Warte mal. Ja, genau, so. Genau so sollte es sein. Soll ich jetzt da rum? Ich muss nach rechts rüber. Frage mich aber nicht wie. Ja. Kann ich sie hier nicht weiterschieben? Ich würde es gerne. Dann gibt es hier irgendwas, was ich jetzt so noch nicht verstanden habe. Hä? Ja, da oben komme ich ja so nicht durch. Ich habe keine Zeit anhalten. Ich habe... Was habe ich denn? Nix. Lass mal los hier. Lass mal los. Ich kann das Ding ja weder weiter schieben noch ziehen. Würde ich ja sagen, ja komm, machen wir den hier. Aber ich komme dann da ran, ich will hier gar nicht ran, weißt du? Ah, okay. Nein, nein, nein. Oh. Aber hier kann ich auch lang. Ah, okay. Hier kommen wir zu einem Schalter. Was macht denn dieser Schalter? Ah, ja, guck mal einer, guck. Lass mal sterben gehen, genau. Da oben die Plattform bewegen sich wenigstens schon.
So. So ist das wahrscheinlich jetzt gedacht. So, lassen wir hier mal los. Können nur noch irgendwie darüber kommen. Und hier, ja. Sieht doch im Prinzip gut aus. Aber nur im Prinzip. Okay. Da muss ich auf jeden Fall hochklettern. Muss ich hier die richtige Plattform mit der richtigen Timing-Position hier finden. So in etwa. Na, es wird jetzt toll. So, ja, fast. Oh, ja, toll. Genau in dem Moment, natürlich. Ja, da, 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 da. Like a Mammut. So muss das sein und nicht anders beim Mammut. So, und dann hier nochmal. So oder auch nicht. Na. Er hat mich die Plattform ja blockiert. Jetzt wieder den richtigen Schwung finden dafür. So, ja. Und hier hin. Auf die Plattform warten. Und warten, und warten, und warten, warten, warten. Durch hier. Okay. Hätten wir es soweit geschafft. Wir müssen auch weiter nach oben. Okay. Sind wir im Uhrenturm. Oh nein, der Clock Tower. Oh. Clock Tower ist in jedem Castlevania echt ätzend. Aber jedes Castlevania braucht einen Clock Tower. Darum war Castlevania Lords of Shadow 2 auch scheiße. Es hatte keinen Clock Tower. Ne, weiß Bescheid. So, hier soll ich hoch wahrscheinlich. Dann kann ich hier ran. Ja. Und fast sterben gehen. Okay, hier soll ich vielleicht rüber. Aber nur vielleicht. Sieht vom Prinzip her jetzt nicht so verkehrt aus. Diese Kugeln hier links und rechts waren mir jetzt nicht ganz geheuer. Hört ihr da irgendwann auf? So komme ich auf jeden Fall nicht durch. Ah ne, warte, da unten ist auch was. Das betätigt einen Hebel. Dann wird das wahrscheinlich die Elektrodinger da aktivieren und oben den Laserstrahl vielleicht deaktivieren. Aber nur vielleicht. Laser deactivated. Elektro activated. Ja, klasse. Von einem Todesfall in die nächste. Ich hasse den Clock Tower. Warte, warte, warte. Na. So. Immer stückchenweise hier. Okay. So. Dann kann ich da oben wieder ran. Ja, klappt doch so langsam. So langsam kommen wir hier hoch. Auch wenn es ganz langsam ist. Was haben wir hier? Im Nebenzimmer fand ich zwei magische Spiegel, auf denen folgende Nachrichten eingraviert waren. Linkes Siegel. Ach, Siegel, nicht Spiegel. Oh, so viel Spiegel hier in dem Spiel. Eigentlich gar keine. Linkes Siegel. Egal, ob du darum bittest. Ich spende immer Schutz vor dem Licht. Rechtes Siegel. Egal, welchen Zauber du anwendest. Wir bereiten immer einen Weg. Okay.
Was auch immer es mir sagen soll. Ich weiß es aktuell noch nicht. Aber vielleicht finden wir das Rätsellösung noch. Und so vielleicht. Und das andere dann hier. Kann das sein? Tatsache. Das wird es wohl gewesen sein. Was auch immer ich dann da oben machen kann, keine Ahnung. Gehen wir hier erstmal durch. Füllen uns mal auf. Das war's auch schon, was wir hier machen können. So, jetzt muss ich gucken, wie ich jetzt da hochkomme. Vielleicht hier auch nochmal das rote. Und auf dem anderen das andere. Aha. Das sieht doch auch schon mal nicht verkehrt aus. Hier können wir nichts machen, weil ich durch diesen scheiß Laser nirgends durchkomme. Okay, dann nicht. War ja nur ein Versuch wert. So, dann können wir hier weiter. Coole Beinschützer. Aha. Du hast jetzt die Rennschuhe. Du kannst jetzt weiter springen. Na, klasse. Das ist jetzt gut? Ich bin noch nicht so überzeugt davon. Okay. Okay. Ich wollte selbst steuern. Das ist immer so ein bisschen doof bei diesen Tutorials, weißt du? Dass du nicht wirklich selbst gesteuert wirst, sondern nur so ein bisschen. Und in manchen Punkten sollst du halt was machen. Und ich mag es lieber, die eigene Kontrolle über mich zu haben. Ah, naja, ich bin da vielleicht ein bisschen eigen. Ach, was willst du denn schon wieder hier? Hast du wieder... Wer hat dich denn schon wieder rausgelassen hier? Au. Ist ja nicht wahr hier. Auch noch alles hier achten. Schon eine fiese Kombi an sich. Kommt da noch einer an? Ja, natürlich. Wieso denn auch nicht? Ist ja nicht so, als wäre der ätzend oder sowas. Nein. Au. Au. Wow. Jetzt geh nach Hause oder so. Reiß mal das bisschen Seele raus, genau. So, weiter. Hoffe, dass ich hier mich irgendwo mal heilen kann. Hier könnte ich theoretisch hochgehen. Soll ich hochgehen? Ich soll nach oben rechts, okay. Machen wir, gar kein Problem. Ach, wir sind doch schon so gut wie oben. Es geht da fast gar nicht mehr weiter oben. Zumindest nicht in den Turm hier. So, aber den hier fertig machen und dann auf den hier zurück. Ah, kommt da noch so ein Gargoyle an. Ey, wie ich die hasse, ne? Glaubt man mir gar nicht. Hier noch so süß. Nein, sind sie nicht. Alles aber nicht das. Und hier müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Wollt ihr mich verarschen? Na, dann gucken wir mal. Dass wir zumindest den einen oder anderen hier mal erledigen können.